Hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Und hier ist die Tele DMW Wocheninfo. Willkommen beim Remscheider Fernsehen Tele DMW. Für Sie heute im Studio Michael Westkamp. Ich begrüße Sie zur Wocheninfo Nummer 351 des Remscheider Fernsehen Tele DMW. Heute gibt's die Breaking News. Die gehen diesmal bis zum 5.9.2021. Eine Wohngemeinschaft endete fast tödlich. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Männer und einer anschließenden Messerstecherei erlitt ein Mann am Donnerstag, dem 2.9.2021 gegen 18 Uhr schwere Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten zwei Männer in ihrer gemeinsamen Wohnung an der Bornefelder Straße in Streit. Der Streit und die daraus resultierende körperliche Auseinandersetzung verlagerten sich auf die Straße, wo ein 41-Jähriger mehrfach mit einem Messer auf seinen 37-jährigen Kontrahenten einstach. Das lebensgefährlich verletzte Opfer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Tatverdächtige ließ sich vor Ort widerstandslos von der Polizei festnehmen. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal im Laufe eines Tages einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und der Mordkommission Bornefeld dauern an. Nach einem Waldspaziergang gab es eine heiße Begegnung. Da wird der Wanderer sich ja sehr gewundert haben, was er da gesehen hat. Am Dienstag, dem 31.08.2021, brannte gegen 22.50 Uhr ein Auto in Lüttringhausen aus. Fußgänger meldeten einen Feuerschein auf der August-Erbschlö-Straße. Der Brand ging auf das gesamte Fahrzeug über. Nach den Löscharbeiten konnte nur noch ein Totalschaden festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand scheint eine Brandstiftung auf dem Wanderparkplatz ursächlich zu sein. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Ein Taxifahrer verhinderte einen Betrugsversuch. In Lennep sollte es am Donnerstag, den 2.9.2021, zu einer Geldübergabe kommen. Hier bemerkte ein wachsamer Taxifahrer den Betrugsversuch und fuhr eine 82-Jährige zur Polizeiwache statt zur Bankfiliale. Die Seniorin wurde gegen 12 Uhr von einem unbekannten Mann angerufen, der ihr mitteilte, dass ihre Tochter schwer erkrankt, in Solingen in einem Krankenhaus liege und eine sehr kostenintensive Behandlung nötig sei. Um den Geldforderungen nachzukommen, begab sich die Remscheiderin auf die Straße und beabsichtigte, mit einem Taxi zur nächsten Bankfiliale zu fahren. Der besonnene Taxifahrer wurde bei den Schilderungen seines Fahrgastes stutzig und fuhr die Seniorin zur Polizeiwache. Heute schauen wir mal etwas tiefer ins Bergische Land. Da ist eine Bank gesprengt worden. Ja, wo war das denn? Wir müssen durch Wermelskirchen, um dahin zu kommen, dann durch Burscheid und dann landen wir in Leichlingen. Und dort hat man eine Bank gesprengt, die war wohl scheinbar pleite. Er konnte nicht mehr auszahlen. Nein, es war anders. Die Bankautomaten wurden fertig gemacht und das ganze Gebäude.
Schauen Sie sich das doch einfach mal auf unseren Bildern an. In der Nacht auf Mittwoch, dem 1.9.2021, kam es gegen 4.40 Uhr zu einer Geldautomatensprengung in einer Bankfiliale in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Laichlingen. Bei der Sprengung sind massive Schäden an den Wohn- und Geschäftshaus entstanden, sodass das Objekt vollständig evakuiert werden musste. Auch Nachbarn mussten aufgrund der Einsturzgefahr evakuiert werden. Der Tatort wurde von der Polizei weiträumig gesperrt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Zeugen meldeten in der Nacht Knallgeräusche und beobachteten verdächtige Personen im direkten Umfeld der Bank, welche nach der Tat gemeinsam in einem dunklen Auto in Fahrtrichtung A3 geflüchtet sein sollen. Ob und wie viel Beute die Täter gemacht haben, wird derzeit geprüft. Die Ermittlungen dauern an. Wenn die Polizeiwache eine Hausdurchsuchung machen soll, dann macht sie es immer ganz fürnehm. Sie klingelt, derjenige macht erschrocken auf oder derjenige ist nicht zu Hause und dann holen die den Schlüsseldienst. Bei den Hells Angels geht das ein bisschen anders. Da wird das ganze Gebäude gestürmt mit vielen, vielen Personen und natürlich mit schwerem Gerät geöffnet. Mit einigen Räumfahrzeugen oder sowas. Das ist auch in den letzten Tagen passiert. Am Donnerstagmorgen des 2.9.2021 hat die Polizei mit über 800 Einsatzkräften bei einer groß angelegten Razzia gegen Rockerkriminalität mindestens 20 Gebäude in mehreren Städten an Rhein und Ruhr durchsucht. Im Fokus der Aktion stünden mehrere Verdächtige, die den Hells Angels zuzuordnen seien, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizei, der Staatsanwaltschaft Duisburg und Mönchengladbach. Einige ständen demnach im Verdacht, an versuchten Mord in zwei Fällen im Jahr 2013 und an einem Mord im Jahr 2014 beteiligt gewesen zu sein. Es gebe einen direkten Bezug zu dem Fall von 2014, bestätigte ein Polizeisprecher. Dabei sei ein Mitglied der Rockerbande ermordet worden, dessen Torso 2014 im Rhein gefunden worden sei. Zwei Monate zuvor hatten Spaziergänger den abgetrennten, tätowierten Arm des Rockers im Rhein bei Duisburg entdeckt. Der Mann soll von Hells Angels Mitgliedern erschossen worden sein, weil sie ihn für einen V-Mann der Behörden hielten. Kräfte der Spezialeinheiten und der Bereitschaftspolizei-Hundertschaft kamen unter anderem in Duisburg, Mönchengladbach, Leverkusen und Mülheim an der Ruhr zum Einsatz. Mehrere SEK-Polizisten sollen sich einer Polizeisprecherin zufolge mit einem gepanzerten Fahrzeug Zugriff zu einem mutmaßlichen Vereinsheim der Rockergruppe in Mönchengladbach verschafft haben. Außerdem war die Polizei am Morgen im Duisburger Rotlichtviertel im Einsatz. Der Hauptverdächtige hält sich nach Erkenntnissen der Ermittler im Iran auf und macht sich auf Instagram über die Fahnder lustig. Eine Polizeisprecherin bestätigte der deutschen Presseagentur auf Anfrage, dass man den 33-Jährigen im Iran vermutete. Ramin Y. hat demnach auch die iranische Staatsbürgerschaft. Auch seine Social-Media-Kanäle verfolge man, sagt die Polizei. Es gibt einen internationalen Haftbefehl gegen diesen Mann. Am Freitag, einem Tag nach der Großrazzia, lud Ramin Y. auf seinen Instagram-Account mehrere Bilder und Videos hoch, in denen er sich über seine Flucht und damit indirekt über die Ermittler lustig machte. Wenn ich das Wetter der nächsten Tage Ihnen schon mal beschreiben dürfte, es bleibt so, wie es ist. Das nur im Voraus schon mal.
Ob das wirklich so ist, werden wir später sehen. Wir haben erstmal die Temperaturen der vergangenen Tage. Tagsüber waren es ja 20 bis 22 Grad draußen, sehr schwül, nicht auszuhalten in einem Auto, wenn keine Klimaanlage drin ist. Man hofft auf Regen. Ob es das gibt, werden wir gleich noch erfahren auf dem Satellitenbild. Jedoch wollen wir wissen, was die Messstationen in den vergangenen Tagen hier in Remscheid so entdeckt haben. Die Wochenhöchstwerte von Rheinzagen waren 21,5, am Rathaus 20,2, in Lennep 20,6, im Mosbachtal 20,3, an der Dörpmühle 18,9 und in Klausen 20,0. Hört sich gar nicht so hoch an, ne? Ist aber schwül. Und die kältesten Werte, falls Sie mal eine Abkühlung brauchen, stehen Sie doch mal nachts auf. In Rheinzagen 13,4, das lässt sich sehen. Am Rathaus 13,9, in Lennep 12,6, im Morsbachtal 12,2, ich fahre da runter, ist gesperrt. Dorpmühle 12,7 und Klausen 14,2 Grad. Und jetzt der Blick aufs Satellitenbild. Wird es gleich regnen oder nicht? Nein, alles frei von Wolken, besonders über Remscheid. Keine Wolken, es bleibt so, sagte ich ja schon. Und das kann ich nicht so ganz glauben. Wie viele Tage wird das denn noch so bleiben? Das erfahren wir natürlich, wenn wir aufs Satellitenbild schauen. Also in Spanien ist es auch schön wolkenfrei. Da brauchen wir gar nicht runterfahren. Und hier sieht es auch gut aus, außer über Irland. Da geht es nämlich los mit den Wolken. Und wenn wir den Nordwestwind noch eine Weile haben, kommt es in ein paar Tagen mal hier an, wenn es sich bis dahin nicht aufgelöst hat. Das jedoch weiß aber nur der Wetterdienst und der sagt Folgendes. Am Montagvormittag meist rasch auflösende Nebelfelder, gebietsweise länger Hochnebel, danach landesweit sonnig, wenige Wolken, allenfalls in der Eifel und im Hochsauerland vereinzelt mal ein Schäuerchen zwischen 21 und 26 Grad hat man da. Am Dienstag und Mittwoch überwiegend freundlicher und trockener Wechsel aus Sonnenschein und Wolken bei 22 bis 26 Grad. Am Donnerstag, abgesehen von dünnen Schleierwolken, sonnig und trocken, bei sommerlichen 23 bis um Hilfe schreiend 28 Grad. Es gibt also nur mal ein paar Quellwolken, die lösen sich aber schnell als Nebelfeld wieder auf. Die Mosbachtalstraße können Sie von Münsten aus nicht erreichen. In Münsten ist übrigens nachts alles dunkel. Da ist Stromausfall seit Wochen. Keine Beleuchtung, fahren Sie dort vorsichtig, keine Ampel. Ganz toll. Sie kommen auch tollerweise nicht in die Mosbachtalstraße. Nicht nur, weil es da so dunkel ist, weil da nämlich Absperrschilder stehen. Und wie lange das noch so bleibt, werden wir mal herausbekommen wollen. Aber es dauert noch ein bisschen. Dann haben wir noch eine dicke Baustelle oben Engelsburg. Sie kommen da schlecht zur Dörper Höhe, genau. Und wir haben einen Radar-Böller-Wagen gefunden. In der Freiheitsstraße am Stammplatz. Ja, da steht er. Immer wieder. Aber neuerdings donnerstags wird er nicht mehr reingeholt zum Batterieaufladen. Das machen die jetzt einen Tag eher, das machen sie mittwochs. Das heißt, vom 24 Stunden lang außer Betrieb, vom Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstagmorgen kommt er dann in ein neues Versteck und ist wieder präsent. Und es gibt noch böse präsente Stellen, die aber woanders sind. Schauen Sie sich die mal an. Auf der Landstraße zwischen Remscheid-Engelsburg und Hückeswagen-Wiehagen gibt es jetzt eine Radarsäule. Und die ist neu. Die gibt es zwischen Forsten und der Dorpmühle. Genauer gesagt steht sie zwischen den Bäumen in einer Kurve nach dem Parkplatz. Wenn man auf der linken Seite den Parkplatz gesehen hat, sollte man danach, wenn man abwärts fährt, aufpassen. Denn da ist Tempo 50 und man wird da heimtückisch geblitzt. Auf der Freiheitsstraße gibt es jetzt einen Angriff auf Ihren Führerschein. Sie sollen tatsächlich nachts von 22 bis 6 Uhr wegen Lärmschutz Tempo 30 einhalten. Das packen die meisten nicht. Wollen Sie nach der Goldenbergkurve schnell über die Remscher Straße nach Nüttringhausen fahren? Da gibt es jetzt Kontaktschleifen. Und zwar vor der Schule Goldenberg. Hier ist auch ein
Starrenkasten installiert worden, den man besser sehen kann durch diese tolle Deutschlandfahne. Also dort, wo die Deutschlandfahne ist, bitte vorsichtig fahren. Hier ist von 7 bis 21 Uhr Tempo 30. Dann achten Sie bitte auf der A1 auf der Langerfelder Brücke auf eine Radarsäule. Jede Fahrtrichtung hat nämlich eine in der Baustelle. Sie sollten da nicht so schnell fahren. Auch dort werden Sie geblitzt. Und schon sind die Nachrichten wieder zu Ende. Schönen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Ich entschuldige mich dafür, dass ich am Anfang vergessen habe, den Ventilator auszustellen. Der hat noch nicht mal in meine Richtung gepustet. Deshalb habe ich ihn wahrscheinlich auch nicht so doll gehört oder bemerkt. Wenn Sie bei uns Werbung schalten wollen, können Sie das gerne tun. Die Werbepreise stehen auf unserer Homepage auf teledmw.de. Melden Sie sich doch einfach bei der Redaktion unter 0179 313 1444 oder per E-Mail radiodmw@gmx.de. Eine entspannte Woche wünsche ich. Schwitzen Sie nicht so sehr. Und bis dahin sage ich wie gewohnt. Tschüss! Tschüss. Ich kann nicht warten. Hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Tele DMW. Oh, wir sind immer am Ball. Grüß euch alle vom Remscheider Fernsehen, mein Name Jürgen Dreves. Kornblumen, oder? Und wir fahren wie Vampire. Ich wusste immer schon Remscheid. Remscheid weiß Bescheid. Remscheider Fernsehen. Und hier gibt's alle, hier einmal für 20 Dinar, einmal für 5 den Bückling, hier dabei den Bückling noch oben drauf, einmal dabei und die Makrele auch nochmal dabei und hier dabei die Makrele, schaut euch das mal an, alles muss raus für eine kleine Maus, oben drauf lege ich das große Stück Rotbarschwänzchenfilet auch noch oben drauf. Und ihr werdet es nicht glauben, meine Damen und Herren. Und das Remscheider Fernsehen ist das Einzige, was Sie hier gratis bekommen. Tele DMW. Mit dem Dirk Michael Westkamp. Suchen Sie ruhig mal auf YouTube nach Tele DMW. Wenn Sie mal so richtig lachen wollen, dann sind Sie bei uns richtig. Auf dem Spaßpower-Kanal von Tele DMW finden Sie zum Beispiel alle Sprüche der Woche. Und Sie können auch sehen, was dort alles so schief geht. Unvergesslich, in einem Film der Woche ist dem Moderator an einem Parkscheinautomaten der Kragen geplatzt. Schauen Sie doch mal vorbei beim Spaßbauer-Kanal. Dieser Kanal haut jeden um. Tele DMW. Hallo liebe Kirmes-Fans, ich bin's. Kommen Sie mit auf die Mai-Kirmes. Auf dem Schützenplatz ist seit dem 18. April Parkverbot. Und man hat mir 2 Zauberwünsche mitgegeben. Ich darf mir auf der Kirmes 2-mal was wünschen und das passiert dann. Dann wollen wir mal. Ich sehe, dass hier überall Schilder stehen mit Parkverbot. Ist ja auch klar, auf der Kirmes darf man nicht parken. Da sind ja die ganzen Karussells. Ich finde sie überhaupt nicht. Sagen Sie mal, soll das die Mai-Kirmes sein? Ich meine, vor das Jahr war schon eine Katastrophe, aber das ist ja überhaupt nichts.
In den Nebenstraßen ist überall schon Parkverbot, aber das ist ja klar, wenn Kirmes ist. Und ich habe mir extra 20 Euro mitgenommen, damit ich mal so schön Spaß bekomme und mich amüsieren kann. Ja, da haben wir auch schon den Autoscooter. Was ist das denn? Der fährt ja gar nicht. Mann, das ist wohl alles hier auf dem Kirmesplatz. Ah, da ist ja noch eine Bude. Hat aber zu. Ist ja ärgerlich. Also, liebe Leute, das ist ja eine enttäuschende Mai-Kirmes hier auf dem Schützenplatz am 22. April. Und damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Nicht mal hier mit dem Autoscooter. Nichts findet man hier. Ehrlich. Und es ist ziemlich ruhig. Sehr wenig Kirmesbesucher. Naja, die Wohnwagen gibt's immer auf der Kirmes. Ja, die Schausteller wollen ja auch gerne übernachten. Aber ich habe schon wieder eine Bude gefunden. Irgendwo ist ja doch noch ein Stand. Ja, hier können Sie ein Gläschen trinken, wenn der Laden offen hätte. Obwohl in den Nebenstraßen alle Leute parken, finde ich hier keine Menschen. Und ich wünsche mir meinen ersten Zauberwunsch. Mehr Geschäfte, die geöffnet haben. So sieht es schon besser aus. Eine Süßigkeitenbude. 100 Gramm kosten in Solingen 43 Cent bei Haribo. Was? 1,30 Euro? Ja, sind die denn besoffen? Ja, liebe Zeit. So. Ah, wunderbar. Mein Wunsch, mein Zauberwunsch wurde erfüllt. Die Geschäfte sind da. Hervorragend. Wo sind eigentlich die Leute, die Besucher? Irgendwie sieht das ein bisschen arg leer aus. Aber alles hat offen und ich habe mir gewünscht, mehr Geschäfte, die offen haben. Übrigens, hier ist ein Karussell, das heißt Halligalli und danach kommt 200 Meter nichts, habe ich festgestellt. Bis zum Breakdance zumindest. Und alles steht still. Ja, ist denn Geisterstunde oder was ist hier eigentlich los? Ach, auf dem Autoscooter, da fährt ja mal einer. Ein Wunder. Oh, zwei. Hervorragend. Aber so richtig Action ist hier nicht auf dem Autoscooter. Und im Mittelgang ist natürlich wieder kein Karussell. Oh, das Halligalli, ein tolles Karussell aus den 70er Jahren. Jede Schraube, die Sie da finden, ist verrostet. Naja. Und hier steht auch alles still. Ja, ist denn Geisterstunde? Warum fährt denn hier überhaupt nichts? Na gut, geöffnet ist es. Mein Wunsch wurde erfüllt und es sind auch mehr Geschäfte. Ich habe noch einen Wunsch frei. Den sollte ich mir etwas besser überlegen. Also hier gibt es Leckerchen. Ja gut, was zu essen. Aber auf der Kirmes... Ah, Breakdance, hier geht doch immer die Post ab. Der Jugendtreff, warum fährt das Ding denn nicht? Will denn da keiner fahren? Ja, ist denn hier tote Hose oder was? Ja, ist überhaupt nichts los hier auf der Kirmes. Sag mal, das gibt es doch nicht. Wir haben 17 Uhr. Alles Totenstille. Man muss sich nicht anstellen. Ja, was ist denn hier eigentlich los? Also wirklich, da kommt ja noch nicht mal eine alte Frau entgegen. Hier ist ja überhaupt nichts los. Hier ist ja der Hund begraben. Nennt man das denn wirklich eine Kirmes? Und die Geschäfte haben offen. Das macht mich stutzig. Hat man denn wirklich keine Lust auf Remscheider Kirmes? Ich werde mich noch ein bisschen umschauen. Hier ist der Disney-Fluch. Das ist so etwas für Kinder. Ein schönes Kinderkarussell. Aber das ist auch nur zum Anschauen da. Ich glaube, damit fährt man scheinbar heute nicht. Ach ja, meine Entenbude. Und davon gibt es allerdings zwei. Einmal die große und einmal die kleine Entenbude. Also das begreife ich nicht, warum es diese Bude zweimal auf der gleichen Kirmes gibt. Aber in Wuppertal war das auch so. Da macht man das auch immer doppelt. Sieht eigentlich sehr schön aus, ne? Aber auch hier will keiner angeln. Begreife ich nicht. Ist einfach nichts los auf der Remscheider Kirmes. Obwohl die Enten, die marschieren schon ganz schön freundlich und schnell. Ach, das sieht einfach herrlich aus. So, liebe Leute, jetzt müssen wir mal weiterlaufen, ne? Also, das war doch wohl noch nicht alles hier auf der Kirmes. Wir wollen Ihnen mal eine belgische Attraktion vorstellen. Das Happy Wheel. Werfen Sie Geld rein und dann geht der Stift nach vorne in dem Kasten und wenn das Ding runterfällt, gehört es Ihnen. Das ist ein Glücksspiel. Genauso wie die Glücksschieber, die man auf jeder Kirmes findet. Oder Büchsen werfen. Stellen Sie sich nicht an, kommen Sie direkt dran, hat auch Vorteile.
Habe mich jetzt beim Kettenkarussell eingefunden. Da steht, ich Chef, du nix. Ja, ist ja kein Wunder, dass da keiner hingeht bei so einer Beleidigung an der Kasse. Oder liegt es an den Preisen? Ein Chip, 2 Euro, scheint aber normaler Durchschnitt zu sein. Der Mann wird sich wohl noch was langweilen müssen, solange er den Spruch von der Kasse nicht wegnimmt. Und das Kettenkarussell steht still. So alt wie es auch sein mag, es fliegt hier keiner durch die Luft, es sei denn der Typ an der Kasse, wenn er nochmal so eine Beleidigung da aufstellt. Wollen wir weiter? Okay, mal sehen, was es noch gibt. Die Regenschirmabteilung, wenn es mal anfängt zu regnen, setzen Sie sich doch einfach ins Bierzelt und ich verspreche Ihnen, es sieht etwas gemütlicher aus, als wenn der Laden zu hat oder wie jedes andere Bierzelt, was Sie in den vergangenen Jahren hier gesehen haben. Es ist ein richtiger Erfrischungspark, macht einen guten Eindruck. Weiter so. Aber ich habe gar keinen Durst. Ich habe Durst auf ein schönes Karussell mit gutem Fahrtwind. Und da reicht mir bestimmt nicht eine Losbude. Da gehen wir mal rüber zum Heartbreaker. Dieses Karussell wird gleich von mir einen ganz anderen Namen bekommen. Man soll sich ein bisschen wehtun, wenn man drauf fährt. Ein bisschen ruppig soll das vor sich gehen, haben mir Fahrgäste erzählt. Aber erst gucke ich mal, ob nicht hier irgendwo auf der Kirmes ein Karussell fährt. Zum Beispiel das hier, das steht auch nur still. Und dann gibt es noch für Leute, die keine schnellen Karussells vertragen, das Flamenco. Die Hollywood-Schaukel, die in die Luft geht. Genauso wie anstellen bei Bungee-Jumping. Hier anstellen? Ja, wo denn? Da ist doch überhaupt keine Schlange. Mein lieber Mann, ja, wo sind sie denn? Ja, wo laufen sie denn? Wo fliegen sie und springen sie denn? So, jetzt reicht's mir. Ich habe meinen letzten Wunsch mir gut aufgehoben. Ich wünsche mir, dass mehr Betrieb auf der Kirmes ist. Verdammt nochmal! Ah, jetzt sieht's doch besser aus. Richtig war los auf der Maikirmes. Fahrgeschäfte, die sich richtig um die eigene Achse drehen. Das sieht doch besser aus. Schauen Sie sich mal den Strom von Besuchern an. Bitte gehen Sie nicht gegen den Strom, Sie könnten gegen die Köpfe knallen. Aber hinten, ganz weit in der Ferne, ist doch das Breakdance. Und Sie werden es nicht glauben, es dreht sich was. Hervorragend. Auf dem Autoscooter bricht der Verkehr bald zusammen. Passen Sie auf, dass Sie sich keine Beule holen. Und zwar nicht nur an Ihrem Fahrzeug, sondern auch an Ihren Rippen. Und weiter geht's. Das Flamenco geht ab und zwar richtig in die Luft. Hier dreht sich auch ein Karussell. Ja, das ist Kirmes. Da kann man noch was erleben. Da ist doch mal was los, mein lieber Herr Gesangsverein. Und wir wollen uns noch ein wenig umschauen. Was macht denn hier diese Kiste? Dieser Heartbreaker, mein neuer Name für dieses Karussell ist Nebelbank. Sie werden gleich noch herausbekommen, warum dieses Karussell Nebelbank heißt. Es quietscht ganz schön. Ah, Vorsicht, Kopf einziehen. Sie können sich wehtun. Beinahe hätten die mich getroffen und dann wäre der Bericht zu Ende gewesen. Also dieses Schüttelkarussell bekommt immer eine Portion Nebel ab. Aber das ist ja nur eine kleine Portion. Die große Portion kommt erst dann, wenn die Leute aussteigen. Ich glaube, deshalb fahren die auch nur Karussell. Wenn sie aussteigen, werden sie richtig durch den Nebel gehen können. Also, dieses Karussell ist sehr ruppig, hat man mir gesagt. Man kriegt so ein bisschen Rückenschmerzen. In der Bank wird man so richtig hart angenommen. Alles geht hier vollautomatisch. Während der Fahrt quietscht das Karussell wie Wahnsinn. Man denkt, es fällt auseinander und man müsste Angst haben. Aber es gibt ja einen TÜV hier in Remscheid und der guckt vor der ersten Fahrt nach, ob alles in Ordnung ist. Aber jetzt ist nichts mehr in Ordnung. Jetzt müssen Sie durch diesen gefährlichen Nebel. Es sollen Gespenster drin sein, die einen Baseballschläger dabei haben. Passen Sie auf, dass Sie nicht erwischt werden. Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Bis zum nächsten Mal. Ah! Thank you.
Sendeschluss habe ich natürlich wieder den Spruch der Woche für Sie, der heute lautet: Mit Speck fängt man Mäuse. Der Kommentar von der Nordsee, die schon ziemlich nah an mir dran ist. Heißt das nicht, mit Speck fängt man deine Läuse? Alles, was ich sehe, ist Tele-DMW.